Also ich muss sagen, ich habe langsam die Orientierung verloren. Hier wurden zu Spitzenzeiten fast 1200 Menschen untergebracht. Also es gab ja auch tatsächlich eine richtige Physiotherapie. Also voll auf dem Präsentierteller konnte man sich hier die Haare schön machen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute auf einem riesengroßen Gelände, was 1936 erbaut wurde. Und also ursprünglich als Kaserne, dann aber umfunktioniert wurde mit den Jahren. Ich erzähle zwischendurch ein bisschen was zur Geschichte. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal los. Hier ist auch schon das erste Gebäude. Wie ich schon gesagt habe, das Gelände wurde 1936 erbaut, diente als Kaserngelände für die Luftwaffe und wurde dann umgewandelt in eine Ausbildungsabteilung und für Sanitätspersonal. Und 1954 wurde es dann als Pflegeheim der Freundschaft geführt. Also das hier alles ist quasi ein Pflegeheim. Hier wurden zu Spitzenzeiten fast 1200 Menschen untergebracht. Dann schauen wir uns mal die erste Etage an. Ja, hier ist leider schon viel zerstört. Ganz viel besprüht. Dann gehen wir mal in die letzte Etage. Hier sieht aus wie eine Krankenstation. Also zumindest sieht man hier so Teile. Da war sicherlich mal ein Vorhang. Könnte ich mir schon vorstellen. Hier auch nochmal. Wie man hier sieht, waren hier auch so Vorhänge. Seltsam. Eine Idee, was das sein könnte. Jetzt kommt so ein kleines Highlight. Raum 6. Bewegungsbad. Schauen wir es uns mal an. Es gab ja auch tatsächlich eine richtige Physiotherapie. Und ich denke mir, das wird dazugehören. Hier war also das Bewegungsbad. Hier konnte man die Treppe runtergehen. Toll. So, jetzt bin ich am Ende des Ganges angekommen. Guck einmal nach links.
Guck einmal nach rechts. Es nimmt einfach kein Ende. Hier ist jetzt nochmal so ein schöner gefliester Raum. Mit Sitzbänken. Dann geht es hier um die Ecke. Und schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Faszinierend. Eine Sauna. So, noch ein Stück weiter. Wieder so ein langer Flur. Also ich muss sagen, ich habe langsam die Orientierung verloren. Egal, wir werden schon irgendwo wieder rauskommen. Hier nochmal ein Bad. Hier ist sogar noch ein bisschen Mustertapete zu erkennen. Oh, guck mal, ein großer alter Schrank. Mit einem Waschbecken. Also ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Ich bin froh, dass ich meinen Sicherheitsbeauftragten mit habe. Ich hoffe, der hat noch einen Plan. Ich frage mich gerade, ob wir noch in dem ersten Gebäude sind, wo wir rein sind. Ich habe keine Ahnung. Schaut mal, da oben ist noch ein Überbleibsel. Also jetzt kommen wir in den Bereich, der eine grüne Farbe hat. Wahrscheinlich, damit sich ja alle orientieren konnten, sonst hätten sie sich alle verlaufen. Das scheint so eine Art Filz zu sein. Ja, das ist Filz. Schmuckbordüre. Es ist unglaublich groß. Und das ist nur ein Teil oder ein Gebäude von, ich glaube, insgesamt 15. Ach, ich glaube, wir gehen mal links. Hier steht wieder Bad dran. Oh, und noch eine Badewanne. Gar nicht alles zeigen, sonst wird das ein 3-Stunden-Video. Hier steht noch der Name dran. Also diese Zimmer hier ähneln sich auch alle, also so vom Aufbau. Überall ist ein Schrank drin mit einem Waschbecken. Hier noch ein Bad. Gucke ich jetzt mal, ob ich hier überhaupt noch rausfinde. Schön wäre ja, den Weg zu finden, wo ich reingekommen bin.
So, Ausgang gefunden. Dann gehen wir ins nächste Gebäude, das ist auch ein großes. Und ich glaube, da ist sowas wie ein Festsaal drin, wo die immer Veranstaltungen früher gemacht haben. Ich zeig's euch mal, kleinen Moment. Ja, also wie gesagt, hier muss irgend so ein großes Festsaal, ein großer Festsaal drin sein. Suchen wir uns mal einen Eingang. Sieht aus, als wenn das hier meine Küche gewesen ist. Also könnte das mindestens so sein. Sieht bald so aus. Hier ein alter Aufzug. Steht der Aufzug. Danke. Das ist ja auch schon wieder riesengroß hier. Hier kommen wir bestimmt zu den Heizkesseln. Oder Wasser. Öfen? Auf jeden Fall ganz schöne Apparate hier. Also das muss safe die Küche gewesen sein. Wahrscheinlich wo für alle gekocht wurde. Guckt euch das an. Bestimmt die ganzen Küchengeräte gestanden. Es ist so beeindruckend. Aber klar, weil Spitzenzeiten, wie gesagt, 1200 Bewohner. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren. Es ist einfach so unglaublich beeindruckend. Schon wieder irgendwas entdeckt. Vielleicht Mitarbeiterschränke? So eine Art Spinte? Ja, schaut mal. Tatsächlich. Die Spinte der Mitarbeiter.
dir zwei Duschen. Also ich habe den großen Festsaal gefunden. Hier die Bühne. Da hinten kann man noch hochgehen. Dann schaue ich mal, ob ich gleich noch hochkomme. Bestimmt seine Jacken abgeben. Ja, sieht erstmal sehr gut aus. Ich glaube, hier war auch noch ein Balkon. Genau. Der Blick von oben. Das ist so einmalig, oder? Was man hier im Keller findet. Lustig gelebt und selig gestorben, das heißt, dem Teufel die Rechnung verdorben. Rotkäppchen, sowjetischer Sekt 1920. Na, das war jetzt mal wieder richtig beeindruckend. Bin wieder raus und es geht direkt ins nächste Gebäude. Hier weiß ich, wartet auf jeden Fall eine Überraschung. Und das hier ist wieder so ein riesiger Trakt, wo unglaublich viele Menschen untergebracht waren. Ähnlich wie der erste. Hier immer mit so einem kleinen Mini-Mini-Innenhof. Schon krass mit den Schränken. Ja, die ganze Anlage wurde 2004 geschlossen, da hier wohl so schlechte Bedingungen am Ende herrschten, dass man das Ding einfach zugemacht hat. Was natürlich auch richtig so war. Um die Wendezeit lebten hier noch rund 600 Menschen, wenn ich mich richtig informiert habe.
Sieht schon schön aus. So, um ins nächste Gebäude zu kommen, müssen wir jetzt einmal raus und ins nächste wieder rein. Hier drüben geht es dann auch noch weiter. Aber erstmal hier rein. Das Areal hat sein eigenes Heizkraftwerk, was wir uns jetzt als nächstes angucken werden. Das müssten sogar noch Überbleibsel von 1936 sein, als die Luftwaffe hier ihre Kaserne hatte. Riesige Tore zum Aufschieben. Und wie ich richtig recherchiert habe, war hier auch meine Kita. Eine Betriebskita. Noch daran zu erkennen. Gucken wir mal, ob da noch was von übrig geblieben ist. Also das hier ist schon, ach du Heilige. Das waren bestimmt die großen Räume, wo die Kinder ihren Tag verbracht haben. Hier soll es sogar auch einen Friseur und einen kleinen, wie sagt man früher, einen kleinen Konsum gegeben haben. Mal schauen, ob ich den auch noch entdecke oder ob man noch sieht, ob davon irgendwas übrig ist. Thank you.
echt beeindruckend. Upsi. Und vom einen ins nächste Gebäude. Und immer wenn ich auf so eine tollen Türme klettern will, bin ich zu klein. Ich komme nicht an die Sprossen ran. Ach Mann, ey. So, ich bin mit allen Gebäuden bis auf eins durch. Das schauen wir uns jetzt noch auf dem Rückweg an. Ich glaube, da müsste der Friseur drin gewesen sein. Wenn ich richtig recherchiert habe. Also, bis gleich. Ich bin gespannt, ob ich mit meinen Vermutungen recht habe. Das ist meine Toilette. Das könnte doch tatsächlich. Ja. Also wenn man ein bisschen Fantasie hat, denke ich, kann man hier ganz gut erkennen, dass das hier der Friseursalon war. Mit drei Plätzen hier. Hier vielleicht auch noch mal Plätze. Nehmen wir mal da oben. Ich denke mal, hier ging es rein zum Friseur. Tatsächlich, da steht sogar noch dran. Der Friseur. Kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen. Aber hier steht es dran an der Tür. Tatsächlich hier auch noch mal. Also voll auf dem Präsentierteller konnte man sich hier die Haare schön machen lassen. Okay, also von drinnen war jetzt hier wie so eine Trennung. Man ist nicht weitergekommen, aber hier geht es noch weiter. Also wieder mal nach außen. Der
der Supermarkt. Weil das andere wäre ganz schön klein gewesen. Also, let's go nach innen. Ich nehme euch diesmal mit. Ich hoffe, es wackelt nicht allzu sehr. Ja, stimmt. Also ich denke, ja. Hier war der Supermarkt. Würde so von der Größe her hinkommen. Steht auch nichts mehr an der Scheibe. Eingang, Ausgang. Okay. Toilette. Einmal was zum Abspülen. Oh. Guck mal. Die noch funktioniert. Tatsächlich. Funktioniert noch. Guck mal. Ist ja ja, hat sich gelohnt, doch nochmal außen rum zu gehen. Jetzt geht es hier auch nochmal in den Keller. Kleinen Beweis. Friseur, aber hier muss noch eine Apotheke und eine Post mit drin gewesen sein. Na gut, dann haben wir es jetzt aber wirklich komplett. Also ich fand es mega spannend. Unglaublich viele tolle Entdeckungen gemacht. Gruselige Sachen gesehen. Ich habe alles geschafft. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, damit ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpasst. Schaut gerne bei Instagram vorbei. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also wir sehen uns bestimmt bald wieder. Denn es werden noch weitere Videos kommen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Und verabschiede mich jetzt von diesem schönen Platz.